Heute die von vielen erwartete Neuauflage des SU-100 oder SU-100. Dies ist ein Kobi-Set mit der Nummer 2541. Ja, eigentlich sollte dieses Set erst im Jahre 2021 erscheinen, habe aber bei einem Händler es jetzt schon kaufen können und da freue ich mich sehr drüber, denn ich habe auf die SU echt schon gewartet. Ich habe die ältere Version habe ich leider verpasst und darum habe ich gleich zugeschlagen. Und will sie euch jetzt einmal hier vorstellen. Es besteht aus 655 Teilen, hat eine Minifigur mit einer Riesenfahne. Das soll wahrscheinlich irgendwie Berlin, Eroberung von Berlin sein, gehe ich mal schwer von aus, weil im Hintergrund auf dem Karton sieht man eine zerstörte Stadt. Das Set ist aus der Historical Collection. Der Karton, wie ihr seht, ist echt schön geschaltet und wie man auch gleich sieht, es ist ein 2-in-1 Modell. Das heißt, ja, ihr könnt jetzt hier die russische oder die polnische Variante des Panzers bauen, wobei der Unterschied eigentlich nur hier oben die Hoheitsabzeichen sind. Einmal russische und einmal der polnische Adler. So, auf der Rückseite. Ja, wir sehen jetzt hier, dass der SU ein Kasematten-Panzer ist. Kasematten-Panzer heißt also ohne drehbaren Turm. Wir können aber hier die Kanone in der Höhe richten und leicht zur Seite. Dann haben wir hier die Fahrerluke, die wir öffnen können. Wir haben eine Kommandantenluke, die wir öffnen können. Und wir haben hier eine Motorraumabdeckung, die man abnehmen kann. Darunter sieht man wieder mal, dass Kobi wieder mal einen schön gebauten Motor darunter verbracht hat. Wir haben hier auch wieder ein super Laufwerk, was auch sehr cool aussieht. Ja, es gibt ja mehrere russische Panzermodelle, die auf diesem Fahrwerk laufen. Fünf Rollen und nach den vorderen beiden ein kleiner Zwischenraum. Fehlen darf wie immer mal ja nicht hier die Originalaufnahmen des Panzers. Und wieder die schöne bedruckte Infotafel, die uns Kobi dabei legt. Schauen wir uns jetzt mal das Innere von der Verpackung an. Im Inneren der Verpackung finden wir jetzt die zwei nummerierten Tüten und natürlich die Bauanleitung. Ja, die Bauanleitung ist wieder ganz hübsch gedruckt. Der Aufbau ist jetzt aufgeteilt in zwei Bauphasen und in 127 Bauabschnitte. Ja, wie immer wie Kobi das macht, sind die vorher geringen Bauabschnitte ausgegraut und die aktuellen sind bunt. Auf den letzten zwei Seiten findet sich die Teileliste und auf der letzten Seite die Spielkarte zum Ausschneiden. Ein bisschen Werbung ist natürlich auch dabei. Hier sehen wir schon mal die Prinz Eugen. Super, das Schiff werde ich mir auf jeden Fall holen. Die habe ich jetzt schon. Und auch die neuen Fahrzeuge sehen echt klasse aus. Der wird auf jeden Fall in meiner Sammlung landen. Und der Koffi auch. Von diesen kleineren halte ich eher weniger aus. Ja, hier finden wir dann auch noch ein paar neue Fahrzeuge. Den habe ich auch schon. Sowie den Kübel und den Schwimmwagen. Der wird auch noch gekauft. Nach der ersten Bauphase und dem 78. Bauabschnitt haben wir nun Folgendes vor uns. Die komplette Wanne, würde ich jetzt mal so sagen. Mit dem Aufbau der Kasematte. Dann im
haben wir vorne die Frontpanzerung mit ein paar Kettengliedern und ja, Aufhänge oder Halterungen für Abschleppseile oder so schon versehen. Die Kettenschütze sind fertig. Die Heckpanzerung mit den Auspuffrohren und den ersten beiden Prinz. Wahrscheinlich soll das hier eine Wartungsklappe darstellen. Weiter haben wir im Inneren schon den Motor gebaut. Der sieht wirklich schön aus. Und da haben wir auch vier bedruckte Steine, was diese Zylinderabdeckung oder Zylinderdeckel darstellen sollen. Da kann ich euch mal zeigen, und zwar die kamen ja, Fokus. Die kamen schon auf einer 1x6 Platte, ja, ich sag mal so vormontiert. Wahrscheinlich war das so, um die bedrucken zu können. Und die könnt ihr gleich auf den Motor setzen, in dieser montierten Form hier. Ja, zu der Wanne nochmal zu sagen, die ist äußerst stabil. Auch unten das, ja, das Fahrwerk, das kommende Fahrwerk scheint sehr stabil ausgeführt zu sein. Nicht, dass da nachher irgendwelche Räder bei irgendwelchen leichten Druck von oben abknicken, wie bei dem, ich glaube, das war bei dem M13. Da war das der Fall. Da knickte schon mal das ganze Fahrwerk weg. Eine Seite. Wir haben hier, wie gesagt, Plates über Plates über Plates. Sehr, sehr stabil bis jetzt der Aufbau und hat auch, ja, Spaß gemacht. Übrig war einer dieser Halteösen. Ersatzteil geht schon mal kaputt. Und ja, wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Da haben wir fertig den SU-100 oder SU-100. Und ich bin wieder mal total begeistert. Optisch ist er echt klasse. Und das Laufwerk, wenn man mal so sieht, das Laufwerk, das läuft absolut geschmeidig. Ja, jetzt nicht nur auf dem Filz hier, sondern sogar auf dem glatten Tisch oder so. Ist das alles kein Problem. Ich habe jetzt hier die russische Variante des Modells gebaut. Es gibt ja, das ist ja, oder es ist ja ein 2-in-1 Modell. Darum bleibt dieser Stein und dieser Stein für die polnische Variante bleiben dann halt übrig. Also das Modell sieht wirklich klasse aus, und zwar von allen Seiten. Natürlich auch von oben. Cool finde ich auch die Lösung mit den zusätzlichen Treibstofftanks auf beiden Seiten. Dann den ganzen Luken, die wir haben. Wir haben hier die Fahrerluke, die wir öffnen können, schließen können. Wir haben hier oben haben wir noch eine Luke. Dann die Kommandantenluke. Wir könnten auch hier hinten beim Motor können wir eine Luke einmal so öffnen. Wir können aber auch den ganzen Deckel abnehmen, um an den Motor zu gelangen. Natürlich zu einem Jagdpanzer, was der SU-100 nun mal ist, ein Panzerjäger. Gehört natürlich auch eine starke Kanone, die wir hier haben. Das ist übrigens eine 100 mm Kanone. Am Anfang habe ich gedacht, die Kanone kann auch seitlich bewegt werden. Das geht leider nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Wir können die Kanone nur in der Höhe und ja, von nach oben und nach unten richten. Normalerweise ist es bei diesen Fahrzeugen so, von diesen Kanonen, Jagdpanzern oder dass die auch die Kanone seitlich so leicht richten können, damit man nicht den ganzen Panzer für kleinste Änderungen ja, ausrichten muss. Für große, ja, was normalerweise bei normalen Jagdpanzern oder Panzer mit Turm macht, dass man den Turm schwenkt,
muss man halt hier den ganzen Panzer in die Richtung drehen. Bei diesem Set dabei ist dann auch noch mal eine Figur. Na, so richtig Fokus. Ja, jetzt kommt der Fokus. Mit einem Scharfschützengewehr dabei. Das soll übrigens ein russischer Infanterist sein. Er kann aber auch eine Fahne schwenken. Eine sehr große Fahne. Also ist schon mächtig. Und wir haben hier dabei die bedruckte Fliese von unserem Modell mit dem Aufdruck SU-100. Wie schon gesagt, bin ich von diesem Modell oder von meinem, ist es mein erster russischer Panzer, absolut begeistert. Und Kobi wird langsam zu meinem, ja, zu meinen Klemmbausteinfavoriten neben Lego, das ich auch sammle. Ja, würde sich jetzt die Frage an euch jetzt mal richten. Ja, wie gefällt euch dieses Modell der Neuauflage des SU-100? Würdet ihr ihn euch vielleicht auch holen? Ja, schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal halt so ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da, drückt die Glocke, dann bekommt ihr auch jedes Mal mit, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ja, zeitlich ist das nicht immer so regelmäßig bei mir, darum am besten die Glocke drücken und ihr bekommt mit, wann ein neues Video hochgeladen wurde. Bis dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.